Hallo, grüß euch, schön, dass ihr da seid. Kronreif, Trunkenpolz und Mattighofen, a.k.a. KTM. Was tun sie 2020 bei den Innviertler Fahrradherstellern? Einiges, kann man schon mal sagen. Eine riesige, mächtige E-Bike-Palette, aber auch bei den Unmotorisierten kommt einiges auf euch zu. Wir haben uns für euch schlau gemacht und haben uns den größten Teil der Palette durchgeschaut. Darunter das Capoho, das Chacana oder das ganz neue Makina Prowler, sprich das E-Bike Carbon Enduro. Und vieles mehr erwartet euch jetzt noch. Also, worauf warten? Ab geht's! Prowler Sonic, das E-Bike Enduro Monster von KTM. Mit der elektronischen XX1 Eagle Access-Schaltung mit 12 Gang. 29 Zoll Plus-Size-Bereifung vorne und 27,5 Plus-Size-Bereifung hinten. 180 mm Lyric-Gabel, 170 mm Super Deluxe Coil-Dämpfer, Carbon-Rahmen, Shimano XTR mit 4 Kolbenbremsen, 1200er DT Carbon-Laufräder, eine echte Killermaschine. Das Capoho Master, etwas weniger federweg als sein großer Bruder, das Prowler Sonic, aber mit 160 mm immer noch überall zu Hause. Auch das Capoho ist mit 29 Zoll Plus-Size-Bereifung vorne und 27,5 Plus-Size-Bereifung hinten unterwegs. Mit an Bord Kiox-Display, neuer G4 Bosch-Motor und 625 Wattstunden Akku. Das Capoho Master und auch das Prestige sowie die komplette Prowler-Serie haben bereits Carbonrahmen und wirken dadurch noch edler. Capoho, 2971er, 2972er und das 2973er sind mit Alurahmen. Das Prestige ist das Flaggschiff der Capoho-Serie und lässt bestückungstechnisch kein Auge trocken. Jedes Tauchrohr am Bike ist Kashima gecoatet und spielt somit in der obersten Güteklasse von Fox. Komplette Shimano XTR-Bestückung. Das Bosch-System ist wunderschön eingebunden, was die Capohos und die Prowlers zu absoluten Augenweide machen. Nun zum Test. Wir durften dieses Bike als allererstes probefahren, leider nur für eine halbe Stunde. Das Resümee fällt trotzdem sehr positiv aus. Die langen Oberrohrlängen und die kurzen Vorbauten, der Carbonrahmen und der neue Bosch-Motor liefern eine super Geometrie und tolle Steigqualitäten. Auch beim Bergabfahren fühlt es sich einfach nach Kontrolle an. Nach jetzt einer sehr kurzen, aber intensiven Probefahrt muss ich sagen, KTM Top Job, wunderbar integriertes Bosch-System in einen richtig geilen Carbonrahmen. Das Ding schluckt einfach mehr wie ein Alu, einfach sehr vorruhig, empfehlenswert. Fox-Fahrwerk, neue XD drauf, was begehrt das Bikerherz mehr? Ich glaube, über das Teil kommt nicht mehr recht viel raus. Top Job. Das Chacana, hier in der LFC-Variante, also mit Light, Fender und Carry. Ein wunderschönes, vollgefedertes Crossover-Modell, das dem Tourenfahrer viel Komfort beschert und kaum Grenzen setzt. Natürlich Motor und Akku in der leistungsstärksten Variante, um große Reichweiten und steile Gelände mühelos zu meistern. Nun zur Teamserie. Diese hieß 2019 noch Race, ist aber nur eine Namensänderung und tut dem Ganzen nichts zur Sache. Diese Bikes werden auch 2020 sicherlich wieder zu den absoluten Top-Sellern im Hardtail-Mountainbike-Bereich zählen. Hier das 291er, das Topmodell dieser Serie. Das 291er kommt mit Fox 32er Rhythm-Gabel, SLX 12-Fach-Schaltung sowie mit Shimano MT420 4 Kolbenbremsen. Alle Bosch-Parts kommen aus der bestmöglichen Ausführung, also der neue CX-Motor, 625 Wattstunden Akkupaket und Kiox-Display. Außerdem wurde auch am Komfort nicht gespart und es wird mit Ergon-Griffen und Ergon-Sattel ausgeliefert. Lichtkabel sind wieder vorgezogen, somit kann man sehr einfach Lichter montieren, die über den Akku einzuschalten sind. Das bekommt von uns einen Daumen nach oben. Das Scout, das sogenannte Tiefeinsteiger-Mountainbike. Hier leider noch ohne Dekor. Diese Maschine wird noch mit etwas Orange verfeinert. Ein sehr vielseitiges und geländetaugliches Rad mit viel Komfort beim Einstieg. Das Cross 620er ist auf Platz 2 unter den KTM Crossbikes, hinter dem 610er Modell. 11-fach SLX-Schaltung,
Shimano 4 Kolbenbremse und das Ganze schon etwas mehr auf Endgeschwindigkeit getrimmt für den Straßeneinsatz mit einem 42er Kettenblatt vorne, nicht wie bei den Mountainbikes mit einem 36er. Nun zur Tourenserie, den Sportmodellen. Die Speerspitze bildet hier ebenfalls das 610er. Wiederzufinden sind auch die 4 Kolbenbremsen. Unter uns, die Dinge gehören auf jedes E-Bike. Mehr Bremskraft und etwas weniger Verschleiß. Win-win. 12-fach Shimano XT-Schaltwerk und obendrauf gibt es noch super edle DT 1950er Laufräder. Der Komfort kommt nicht zu kurz, auch hier werden Ergon-Griffe verbaut. Alle Bosch-Parts kommen natürlich auch aus der bestmöglichen Qualitätsstufe. Ragtime-Gepäckträger, Busch und Müller Lumotec-Licht mit 150 Lux gehören zum Pflichtprogramm. Hier seht ihr das Ganze noch als Tiefeinsteiger. Das Oberrohr wurde allerdings zu den 2019er Modellen um nichts schlanker. Das 620er kommt in einer, wie wir finden, sehr edlen Farbe und macht echt was her. Altbewährtes Entubia-Display, 625 Wattstunden und G4 CX-Motor. Mit 11-fach SLX-Schalter. Die Sportmodelle werden bestimmt auch nächstes Jahr wieder ein Dauerbrenner. Aber auch die unmotorisierten Bikes darf man hier nicht ganz außer Acht lassen. Das Prowler 291 zum Beispiel. Hinten wie vorne 150mm Federweg. Ein Alurahmen, der aussieht wie einer aus Carbon. Unglaublich schön verarbeitet. Mit 12-fach XT-Schaltung und versenkbarer Sattelstütze. Ein schnelles Allmountain mit 29-zölligen Laufrädern. Das Prowler Sonic. Manche Räder sollte man einfach nur auf sich wirken lassen. Und zu guter Letzt noch die Myroon-Serie. Für alle Mountainbike-Freunde, die es gern schnell und leicht haben. Das Topmodell, das Sonic, wiegt 8,6 Kilogramm. Das Prime 9,6 und dieses Modell, das Master, hat ein Gewicht von 10,2 Kilogramm. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Danke fürs Reinklicken. Euer Sportlehrer.